Hallo, ich möchte euch heute ein bisschen etwas erzählen über das Erinnerungsvermögen des Pferdes und vor allen Dingen auch, wie ihr in das Kurzzeitgedächtnis kommen könnt. Wir haben ja schon etwas zum sensorischen Erinnerungsvermögen gemacht, da könnt ihr euch das Video nochmal angucken. Und heute möchte ich euch etwas erzählen, wie ihr in das Kurzzeiterinnerungsvermögen des Pferdes kommt, auch ins Langzeiterinnerungsvermögen und vor allen Dingen, warum ihr das Pferd auf keinen Fall schlagen dürft zwischendurch oder im Lernprozess stören dürft. Wir wissen, dass die Primärspeicher, die Pferde benötigen, um zu lernen, eine fortlaufende nervenbetreffende Aktivität benötigen. Wenn ein Schlag sie unterbricht, geht der Pfad ins Kurzzeitgedächtnis verloren. Wenn ihr also zum Beispiel dem Pferd jetzt beibringt, auf den Hänger zu gehen, dann aktiviert ihr Nervenbahnen, um in den Lernprozess reinzukommen. Das findet ja im Gehirn des Pferdes statt. Jetzt geht das Pferd zum Beispiel mit dem Kopf nach unten und schnuffelt an der Rampe und setzt sich damit auseinander. Wenn jetzt etwas diesen Prozess unterbricht, ein Schlag auf den Kopf, ein Hieb mit der Peitsche oder auch Sedationsmittel, Drogen oder irgendeine unerwartete Störung, dann geht der Pfad zum Kurzzeitgedächtnis verloren. Und ihr könnt dem Pferd das ruhige Gehen in den Anhänger in dem Moment nicht beibringen. Das heißt, eure Trainingseinheit ist im Prinzip für die Katz. Kurzzeiterinnerungsvermögen scheint eine zeitliche Reihenfolge zu haben. Also das, was zuerst reinkommt, wird von dem, was als nächstes kommt, ersetzt. Wenn es nicht oft genug wiederholt wird, also sprich, wenn es noch nicht zum erlernten Verhalten gekommen ist. Darum sind Wiederholungen total wichtig. Ihr geht also an die Rampe, lasst das Pferd schnuffeln, sensorische Sinne werden aktiviert, das Pferd hat sich ruhig mit der Rampe auseinandergesetzt, ihr entfernt den Reizhänger, indem ihr das Pferd zwei, drei Schritte rückwärts richtet. Jetzt lernt er durch Wiederholung, dass ihr wieder hingeht, dass ihr wieder weggeht, dass diese Klappe wohl okay ist und das näher rangehen an diesen angsteinflößenden Reiz gar nicht so schlimm ist. Und zum Erlernverhalten kann das nur kommen, wenn ihr wiederholt. Das heißt, diese Wiederholungen sind ganz wichtig, um das Abspeichern ins Langzeitgedächtnis zu ermöglichen. Das wird so häufig unterschätzt. Der Mechanismus ins Langzeitgedächtnis der Erinnerungsspuren nennt sich im Fachjargon Memory Traces. Dieser Mechanismus ist biochemisch. Das heißt, die Langzeiterinnerung, die hängt dann ab von einer Veränderung der genetischen Information. Also da geht es um alle möglichen anderen Sachen, die dann eben halt mit Nerveninformationen zu tun haben. Wenn ihr jetzt also dem Pferd das Gehen in den Anhänger beibringen wollt, dann arbeitet ihr mit dem Sensorischen und passt schön auf, dass das Pferd ruhig ist, keine Peitschen einsetzen. Geht ran an die Rampe, das Pferd setzt sich auseinander, richtet es rückwärts, den Reizhänger entfernt ihr nicht, indem ihr den Hänger wegfahrt, sondern indem ihr das Pferd einfach zwei, drei Schritte rückwärts richtet. Dann führt ihr das Pferd wieder hin, einen Schritt weiter auf die Rampe, setzt sich mit allem auseinander, wieder rückwärts richten, seid ein bisschen geduldig dabei, aber beobachtet das Pferd ganz genau. Ihr müsst das Pferd beobachten, weil ihr habt ja schon gelernt in diesen tollen Videos, dass ihr immer aufpassen müsst, dass ihr die Reize nur entfernt, wenn die Pferde etwas machen, was ihr wollt, was die machen. Und darum, kleine Message, lasst eure Peitschen zu Hause. Jeder Spornstich beim Üben, zum Beispiel dem Dressurpferd Piaffieren beizubringen, verhindert die Abspeicherung ins Erinnerungsvermögen des Pferdes. Macht's schlauer. In unseren Lehrgängen könnt ihr lernen, wie es richtig geht. Freut mich auf euch. Tschüss!